Hallo und herzlich willkommen zu eurem nächsten Let's Play von World of Tanks. Mein Name ist Broken und ich spiele mit der M18 Hellcat auf Karelien. Natürlich wieder Angriff, natürlich wieder die Basis einnehmen. Unsere drei größten Gegner Tanks, der KV-4, Löwe und T26E4, auch bekannt als Super Pershing. Adlerians in der Grille. Boah, ich verspreche heute, ey, das gibt's doch nicht. So, Concentration, anywhere. No. Einer meiner liebsten Panzer mittlerweile. Dem habe ich eigentlich echt witzige Runden. Nicht immer so, dass man gewinnt oder so. Das ist ja auch manchmal nebensächlich. Aber er macht halt Spaß zu spielen. Hält halt gar nichts aus, ne? So, was kommt noch alles mit? Kommt noch einiges. Okay. Ich fahre jetzt erstmal da hoch. Was könnte mir da entgegenkommen? Okay, schnelle Panzer ist jetzt nicht so schlimm. Ich bin ja auch relativ schnell und wendig. Leopard ist schon mal da hinten. Ist gut. Und nur der Broken schaut zu. Eigentlich mehr Angst vor der Arti. Hat jetzt immer so Sachen. Kommt doch bestimmt einer hoch, oder? Ich warte erstmal auf meine Kumpels. Da stehe ich nämlich hier, stehe ich eigentlich ganz gut. Denke ich, hat mich nichts gesehen. Ja, da habe ich nämlich die Tarnung als Skill. Ich weiß nicht, sechster Sinn hätte bestimmt auch Sinn gemacht. Was für ein Wortspiel. Oh, die... Was? Die IS zerstört die Grille? Unsere Grille... Ich sag nichts. Super Pershing. Scheiße. Stellungswechsel. Die bewegen sich jetzt alle in die Mitte. Gesehen. Shit. So viel aufgedeckt. So, was machen wir dann jetzt? Moment, Moment. Wir haben jetzt hier ein IS-6. Wir haben in der Mitte irgendwie komische Panzer stehen. Und IS. So, der ist super. Den müssen wir jetzt auseinander. Der IS-6 ist in Gefahr. Das ist gar nicht, was der macht. Schön, der ist weg, das ist gut. IS-6 hat nichts abbekommen. Ich habe nur eine Kette abgeschossen bekommen. Sehr gut, sehr geil. Sehr geil. Da oben links stand noch irgendwo was. IS. Krümelt sich. Oh. Schönes Ding. Schönes Ding. Wow. Okay. Ich spreche jetzt mal davor. Ist hier jetzt alles eigentlich weg? Jetzt steht hier am Stein, stehen alle hier am Stein. Typ 59. Was sind diese Ketten? Scheiße. Wenn die aufgedeckt sind, können sie alle draufrotzen. Das ist gut. Der IS-6 hier spielt gut, der Typ.
Bizeps hier rauskitzeln. Schönes Ding. So, jetzt mal hier psychologischen Druck aufbauen. Wir haben sie voll erwischt. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Typ 59 kommt nicht drauf. Weiß auch nicht, was er machen soll. Bleib schön stehen, mein Freund. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Ja. Hellcat. Wer ist noch übrig? KV-4. Den wir uns auch schnappen. Ah, KV-4 ist schon ein böses Gerät. Koll-Oll. Zwar Kill-All, aber Call-All. Volltreffer. Noch so eine und die sind fertig. Oh, schön der Helm. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Oh. Nicht? Erwischt. Yeah. Ja, war schönes, ja. Schönes Game. Oh, habe ich mal ein bisschen... Bisschen deine Panzer gemeistert, das ist gut. Erster Klasse. Ach, das gefällt mir doch wieder. Okay, was haben wir noch, Grit? Richtschütze und Meisterschütze. Wir haben 33.000 Credits. 4.203 Erfahrung. Ihr müsst bedenken, das ist mal 3, ne? Okay, wo stehen wir dann hier? Oh, war eine gute Runde. Mhm. Haben viele Leute was bekommen. Sehr schön. War richtig schöner Angriff auf der Seite. Hier hat mir gut gefallen. Wir haben 14 Schuss abgegeben. Wir haben nach 14 Mal getroffen. Davon waren 11 Einwirkungstreffer. Schaden haben wir knapp 1895. Treffer erhalten einen. Habe ich einen? Achso, ja, aber ich habe, glaube ich, keinen Schaden bekommen. Okay. Rausgekommen haben wir 26.843 Credits. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Was habe ich dann hier? Überhaupt, was brauche ich denn hier? 42.000. Jungs, wie ist dann der T25-2? Es schreiben mir ja so viele, dass der nicht so gut wäre. Oder war es der an? Der Prototyp soll ja richtig gut sein. Oh, ich bin mal gespannt. Der Hellcat macht Spaß. Kann ich empfehlen, der Panzer. Ist echt cool. Cooler Tank. Habe ich da überhaupt schon alles? Ja, die Waffe habe ich, Turm habe ich, Motor habe ich, Ketten habe ich. Dicke Funky Funky ist auch drin. Sehr schön. Okay, Jungs. Und Mädels, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. So, und dann sind wir wieder ratzi-fatzi zur zweiten Runde. Diesmal wieder auf Erlenberg Standard gefescht. Und mit meinem Typ 59. Schon lange nicht mehr Let's Play das Teil. Und zu drei größten Gegnern denkst der KV-4. Ach du Scheiß, den mag ich überhaupt nicht als Gegner. ISU-152 und das Super-Pershing. Und dann haben sie noch ein paar schnelle Panzer. Oh, das wird spannend. Wo fahre ich rüber? Ich würde sagen... Legen wir los! Wir los, genau, das würde ich sagen. Moment, Jungs und Mädels, ich glaube, ich fahre da hinten rüber.
Jo, hätte ich auch sagen. Mal ein bisschen vor. Was haben wir dann hier jetzt? Und doch sind die paar Großen, die sind alle hier. Dreht der Turm, der muss nach vorne, Ami. Die Amis schnallen schon wieder nicht, wo die Front ist. So kommt der mich so an. Hey Jungs, was macht ihr da? Bleibt doch nicht hinten stehen. Oh Mann. Oh Gott. Für nix. Doch, ist garantiert was. Hä? Jetzt kenne ich auch bekloppt. Hier ist tatsächlich kein Panzer. Oh, das gibt's doch nicht. Das habe ich noch nicht erlebt. Jetzt bin ich total perplex. Was machen wir jetzt? Der T-43 war da total dämlich. Das hatte ich noch nie. Oh, ich fahre mal ganz außen rum. Ah, doch, guck mal da. Das ist verstoppelt. Wir haben sie voll erwischt. Schönes Ding. Wartet Jungs, ich warte, ich spreche direkt vor. Dann kann man nämlich hier ein bisschen rum Spotty Spotty machen. Achso, die sind hier schon vorne. Ja, die müssen doch irgendwo konzentriert stehen. Gibt's doch nicht. Panda 1 prallt mehr ab wie am 2er, ne? Wir haben sie voll erwischt. Genau. Ich sehe da nämlich. Noch eine ganz kurze Pause hier. Ja, jetzt sind sie auf jeden Fall mal ein bisschen hingeschleift. Wieso will ich jetzt nicht so gerade so unbedingt einen reinkriegen? Ja, war es wert. Schießen. Ach Gott! Ich bin der Typ, sollte man ja eigentlich bis da vorne rumbrezeln machen. Aber komm, ich fahr mal da hoch. Ich fahr mal da oben Hilfe. Hier unten müsste die eigentlich locker schaffen. Irgendwas zum Anmümpeln hier. Die Löwen auch down. Mal gucken, dass wir die so lang aufhalten, bis unsere Jungs da hinten. Volltreffer!
wahrscheinlich auch zu viele, die jetzt darüber kommen. Das schaffe ich nicht allein. 9-8, oh shit. Handstunde von der ISO lasse sich jetzt zerlegen. Wirkungstreffer! Wirkungstreffer! Sind jetzt noch ein paar Panzer übrig, ja. Dann ruhig da hinten noch ein bisschen liegen und dann probieren wir da hinten dann noch wegzumümpeln. Nee, der zerstört unsere ganze Panzer. Das gibt's doch nicht. Ich hätte gedacht, ich hätte soll am besten kaputt schießen, als es noch ging. Aber die schätten ja wahrscheinlich nicht durch. Der ISO ist ja echt ein übles Teil. Ja, stell dich dorthin, das ist gut. That's really good. Yeah. So, Jungs. Oh, der Typ 59, der ist schon gut. Wo ist die ISO? Yeah! Der Killer hat nicht zerstört. Ja, da müssen halt, versteht ihr, da müssen halt pro fies ran. Und dann hier, Unterstützer. Sehr schön. 67.000 Credits, 3.294 Erfahrung, gut, das ist egal. Geht ja alles hier in die Mannschaft rein. Wupp.
Der Löwe hat gut gespielt, der Tiger hat gut gespielt. Hat er sehr gut gemacht. So. Bei denen klar, die ISO hat sehr, sehr gut gespielt. Also wenn man dort einen guten Jagdpanzer stehen hat, an der Brücke dort, wo ihr gesehen habt, das ist echt eine gute Position, müsst ihr mal probieren. Wenn man natürlich so dämlich rumfahrt wie unser Team jetzt, ne? Oder mein Team. Gut, dass ich hier rübergefahren bin, sonst hätte es vielleicht nochmal anders ausgesehen. Okay, Jungs und Mädels, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.